Ja, servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge New Bartelshagen Reloaded hier auf der PlayStation 5 im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin der Baden-Farmer und freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast. Ja, wir sind im November und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, übergangsweise schon mal hier zu beginnen mit Gülle und Gärresten auch dieses Feld schon mal vorzubereiten. Auf diesem Feld wollen wir ja dann, ich glaube im April ist es soweit, da wollen wir dann hier Mais aussehen. So, in der Zwischenzeit habe ich auch schon einiges Interessantes festgestellt und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Jedenfalls habe ich hier bereits die Spritze wieder an unseren Lindner dran gepackt und das hat eigentlich folgenden Grund, denn ich habe jetzt vorhin geguckt, das war jetzt wieder so ein bisschen freudscher, geschaut wegen unserem Rapsfeld und unserem Weizenfeld. Ich glaube, Weizen hatten wir dort angesät. Und jetzt schlägt mir das System vor, nachdem jetzt hier das Unkraut wirklich sehr, sehr hoch gewachsen ist. Jetzt schlägt es mir nämlich hier vor, das Feld mit Herbizid zu behandeln, weil das Unkraut jetzt hier auf ganz, ganz groß gewachsen ist. So, und das werden wir dann jetzt auch schon tun. So, hier drüben hat sich nichts verändert. Immer noch das Unkraut, alles bestens. Das ist das Rapsfeld. So. Und hier machen wir mal kurz den Motor aus, denn gleich werde ich euch noch was zeigen. Aber in der Zwischenzeit ist hier bei unserem Güllewagen die Gärreste zu Ende. Und deswegen fahren wir mal schnell zu unserer BGA und laden hier wieder auf. Ich denke, in der Zukunft wird es sich hier anbieten, eine entsprechende Zwischenlösung mit so einem großen 55.000 Liter Tank oder ich glaube, es gibt sogar einen 65.000 Liter Tank, dass wir den dann gleich in Nähe des Feldes bringen, damit wir hier etwas schneller unseren Gülltank, unseren Anhänger wieder voll machen können, jetzt hier mit den Gärresten. So. Gut, dann laden wir hier nochmal auf. In der Zwischenzeit schaue ich nochmal wegen der Produktion. Ich habe nochmal ein bisschen Silage reingeworfen und ich habe auch den Mist in die BGA geworfen, damit wir also hier entsprechend Gärreste auch produzieren können. 41.036. So, und der Hänger ist voll. Dann können wir wieder aufs Feld fahren. So, und ihr denkt bitte daran, mir in die Kommentare zu schreiben, was wir denn hier jetzt an dieser Ecke hier, was wir da jetzt noch bauen können, ob wir Hallen bauen, eine Produktion oder vielleicht eben noch Schafe. Naja, ich bin mal auf eure Kommentare gespannt, was ihr denn dafür Vorschläge habt. Denn die Hühner, die haben wir ja auch uns geholt oder beziehungsweise platziert auf dem Hof, auch aufgrund eines Vorschlages von euch. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr denn gerne als nächstes noch hier auf dem Hof haben möchtet, mit dem wir dann vorerst mal den Hof als solches vollenden. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hier wieder ansetzen. So, auch hier sieht man, das Unkraut ist ganz hoch gewachsen. So, mal schauen, was er spricht. Unkraut groß, aber da nichts drauf ist, empfiehlt er jetzt nicht unbedingt, dass man da etwas tut. Okay, so, das Ganze hier wieder ausklappen. Gut, und da schicken wir den Helfer jetzt wieder los. Der soll hier fleißig die Gärreste ausbringen. In der Zwischenzeit möchte ich euch Folgendes zeigen. Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge habe ich hier einen Striegel gekauft und wir sind mit dem Striegel drüber gegangen und haben dann festgestellt, dass sich, was die Düngung natürlich angeht, in Stickstoff sich logischerweise nichts verändert hat, aber wir waren ein bisschen unschlüssig, wie es denn dann eben aussieht mit dem erwarteten Ertrag, weil nur an der Stelle, wo gestriegelt wurde, hat er auch was angezeigt, aber jetzt sehen wir einen Monat später, dass wir jetzt auch auf dem Rest des Feldes den entsprechenden Wert angezeigt bekommen, erwarteter Ertrag 123%, Ertragspotenzial 125%.
Jetzt müssten wir mal ganz, ganz kurz gucken, weil jetzt könnte es natürlich sein, dass durch das Striegel wir diese 2% noch haben. Nein. 123, 115. Also wir müssten definitiv vermutlich, ich denke, noch walzen. Oder hätten walzen müssen. Das können wir natürlich das nächste Mal probieren, dass wir dann nach der Ernte mit der Walze drüber fahren, um dann zu sehen, was dann passiert. Aber im Endeffekt, striegeln können wir uns definitiv hier auf dem Feld sparen, auf dem Grasfeld, sondern einfach düngen, weil der Striegel bringt auch keine Düngestufe, sondern wir müssen hier ganz normal düngen, entweder mit Kunstdünger, Flüssigdünger oder eben mit zum Beispiel Gülle oder Gärresten. So, aber jetzt gehen wir hier auf dieses Feld und werden jetzt hier auf jeden Fall mal das Unkraut entfernen. So. Obwohl, fangen wir hinten an und machen erstmal ein Vorgewende, weil hier auf der Seite des Feldes haben wir ja genügend Platz zum Wenden. Dann denke ich, dürfte das passen. So, ich glaube 24 Meter haben wir ja Arbeitsbreite, das ist ordentlich. So, okay. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, aber ich glaube vom Wachstum, ja, haben wir noch keine Fruchtzerstörung. Also brauchen wir da noch keine Pflegebereifung. So, auch wenn 24 Meter sehr breit sind, aber so breit sind sie dann doch nicht. Okay, und wir erinnern uns, wir arbeiten ja hier mit Spot-Spray-Technologie und das heißt, wenn wir jetzt hier das Gerät einschalten, dann sehen wir das jetzt sogar noch besser als beim letzten Mal. Wir eben nur an den Stellen, wo wirklich Unkraut auch ist, Herbizid auch aufs Feld kommt und dann eben entsprechend auch bearbeitet. So, jetzt kommt auf der rechten Seite wieder ein bisschen größeres Feld mit Unkraut. Es kommt generell ein größeres Feld. Ja. Nice. Very, very nice. Dann fahren wir dieses Vorgewende und oben drehen wir dann, nehmen die Längsbahn und ich denke, bis dahin dürfte dann auch schon wieder unser Helfer mit der Gülle, mit den Gärresten dürfte der Tank schon wieder leer sein und dann können wir da hier auch die nächste Fuhre holen. So. Okay. Ja, da ist noch ein bisschen was übrig geblieben. So, jetzt haben wir es aber. Und ab hier lassen wir jetzt den Helfer fahren. Und dann müsste eigentlich den Rand. Ja, sehr gut. So, dann schauen wir nochmal, was uns die Feldinformation erzählt. Ja, hier zeigt er kein Unkraut mehr an. 83, 82 von 89. Naja, okay, dann warten wir es mal ab. So, an der Stelle zeigt er uns dann wieder das Unkraut an. Okay, so, dann steigen wir mal um. Das war zu erwarten. Motor an. Einklappen. Und dann werden wir uns, ich denke, den letzten Anhänger voll, naja, könnte knapp werden, den letzten Anhänger voll Gärreste holen. Und dann haben wir das Feld erstmal vorgedüngt. Und wenn wir dann im nächsten Jahr den Mais ansehen, dann wird ja auch hier mit der Direktsaatmaschine, ach Quatsch, da müssen wir ja logischerweise für den Mais, das ist ja eine Einzelkornsaatmaschine, die haben wir ja noch gar nicht, die müssen wir erst noch kaufen. Und dann gucken wir aber eben, dass wir hier selbstverständlich dann auch eine Maschine kaufen, die dann auch gleich bei der Aussaat sofort düngt. Aber ich vermute mal, ah nee, das Feld ist ja bereits gekruppert, da sind wir ja schon drüber gegangen. Okay. Dann bringen wir den Deutz jetzt noch mal. Ja, ich habe nur mal geschaut wegen unseren Paletten. Der Anhänger ist jetzt mittlerweile auch voll.
20.000 passen da rein. 20.000 Liter. Und im nächsten Monat müssten wir dann das Mehl verkaufen gehen. So, dann bringen wir auf jeden Fall unseren Deutz aufs Feld zusammen mit dem Gülletank. Aha. Okay, da haben wir anscheinend sehr viel gedüngt. Haben wir eine Trophäe bekommen. Okay. So, dann bringen wir den dort an den Start. Ja, aber jetzt muss ich mir trotzdem nochmal Gedanken machen, weil das Feld hier haben wir ja gemulcht. Das haben wir geerntet und nur gemulcht. Das heißt, noch gar nicht gegrubbert. Da müssen wir dann nochmal schauen. Da müssen wir vermutlich doch noch mit dem Grubber drüber, bevor wir ja eigentlich Mais ansehen können. Naja, okay. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So, ich glaube, das passt nicht ganz. Setzen wir nochmal kurz zurück. Und bringen den in die richtige Spur. So. Jetzt passt es wieder aneinander. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wo denn zwischenzeitlich unsere Spritze unterwegs ist. Ja. Ja, da bleibt ein bisschen was stehen. Hier in diesem Mittelstreifen. Das ist interessant. Weil eigentlich spritzt er hier. Aber das scheint er nicht hier zu vernichten, dieses Unkraut. Genau hier. Und das ist dieser komische Mittelstreifen, den die Direktsaatmaschine, die hat ein bisschen einen leichten Versatz, als wenn man sie mit dem Helfer, wenn der Helfer da drüber geht. Und dadurch kam diese Stelle, wo nichts angesät ist. Naja, okay. Sehr schön. Wir schauen mal, wie das jetzt in Precision Farming. Die Umweltbewertung ist jetzt, ihr erinnert euch, das letzte Mal durch das Striegeln ist sie runtergegangen. Ich glaube, es waren 88. Und jetzt haben wir wieder eine Bewertung von 96. Und das liegt eben daran, auch Unkrautbekämpfung wieder die volle Punktzahl, pH-Wert die volle Punktzahl und Bodenproben die volle Punktzahl. Bodenbearbeitung 8,3 und Stickstoff 27,6. Also in Summe 96 Punkte Umweltbewertung. 100 ist ja der Maximalwert und wir wären oder sind jetzt wieder bei einem Verkaufspreisbonus von 14%, also fast der optimale Wert. Okay. So, jetzt seht ihr, hier haben wir jetzt keinen so Streifen, aber links hat er jetzt tatsächlich so einen kleinen Streifen Unkraut stehen lassen. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir das oder wie wir das behandeln. Okay, auch hier für die Zukunft haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Okay, was macht unser... Okay, 6.000, 35% sind noch drin. Ja, das denke ich, sollte vielleicht reichen. Und wenn nicht, dann ist es eben eine Stelle, wo wir dann später mit Kunstdünger ja entsprechend nacharbeiten können. Und dann kriegen wir auch hier den vollen Wert. So, wir sehen ja auch hier wieder links oben. Es werden also 80 Kilogramm Stickstoff auf den Hektar ausgebracht. Und da kommen wir dann eben auf einen Wert von, je nachdem, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, von 80 Kilogramm. Und wenn ich nochmal kurz gucke in meine schlaue Liste. Mais benötigt zwischen 120 und 200 Kilogramm. Okay. So, das letzte Stück machen wir selber. Haben wir noch ein bisschen was drin? Ja, und an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier bei uns hier im Projekt Neubertelshagen, Bertelshagen Reloaded. Ich sag Dankeschön, der Baden-Farmer verabschiedet sich mit Tschüss, ciao. Cheerio!